Am Mittwochvormittag trafen sich Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Wehbel, Landrat Ulrich Gerstner und Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze, um eine frohe Botschaft zu überbringen. Das Thema war die geplante Südzufahrt für Bernburg. Im März 2010 musste die bestehende Landstraße 50 zwischen Bernburg und Peißen aufgrund eines Erdfalls gesperrt werden. Da sich im Süden der Saalestadt ein Gewerbegebiet befindet, war die Sperrung keine Dauerlösung, eine neue Straße musste her. Die jetzt vorgestellte sogenannte Südspange ist die Lösung, erklärte Wehbel. Sie wird, wie es der Landkreis wollte, zum einen Teil auf der alten Landstraße verlaufen und zu einem Teil neu gebaut. Die Kosten für das komplette Bauvorhaben belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro. Wir stellen bis zu 4 Millionen bereit aus den Entflechtungsmitteln. Das sind ja Bundesmittel, die uns der Bund zur Verfügung stellt für die kommunale Infrastruktur. Und da ja der Landkreis keinen ausgeglichenen Haushalt hat, hat er einen Anspruch aus Mitteln aus dem Finanzausgleichsgesetz. Dort stehen 10 Millionen zur Verfügung für die Kommunen, die den Eigenanteil von 20% nicht erbringen können. Und das wird circa 1 Million Euro sein, die jetzt der Finanzminister bewirtschaftet. Und diese Mittel werden aus dem Finanzministerium zur Verfügung gestellt. Ich denke mal, die Straße wird ein Nullsummspiel für den Landkreis. Die gestrichelte gelbe Linie in der Bildmitte zeigt die bereits gesperrte Südzufahrt. Die neue Südzufahrt für das Gewerbegebiet ist grün dargestellt. Sie soll aus Richtung Peißen gesehen über den Grünaer Weg mittels eines Kreisverkehrs auf den Kostrenaer Weg einmünden und sich noch vor den Bahnschienen über ein Neubaustück an die Hallische Straße anbinden. Beim gesamten Vorhaben ist der Salzlandkreis der Bauherr. Ich bin optimistisch, dass der Landkreis die Planung, wir haben ja Jahresanfang, zügig auf den Weg bringen wird. Es werden natürlich auch noch Baugrunduntersuchungen gemacht werden müssen. Wir sind ja hier im Bergbaugebiet. Aber ich denke, wenn alle wollen und wir alle an einem Strick ziehen, alle in die gleiche Richtung, kann gegen Ende dieses Jahres die Baumaßnahme begonnen werden. In diesem Jahr wird also geplant und ausgeschrieben. Wenn die Bauarbeiten wie beabsichtigt durchgeführt werden, können die ersten Fahrzeuge Ende 2013 über die neue Straße rollen.